Schalten. Schönen guten Tag miteinander. Ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid. Ich bin Udo, offizieller Veranstaltungsleiter. Ich erzähle euch ein kleines bisschen, wie die Veranstaltung, die Demonstration heute abläuft. Zunächst einmal möchte ich euch ganz herzlich begrüßen im Namen des Bündnisses gegen Militarismus, Krieg und für Abrüstung, dass diese heutige Veranstaltung initiiert hat und auch organisiert hat. In diesem Namen möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und schaut euch mal um. Wir sind nicht ganz so viele, aber alle, die da sind, sind gekommen. Und ich finde, dass für jeden und jede, die heute hier dabei sind, ein ganz herzlicher Applaus gemeinsam sinnvoll ist. Schön, dass ihr gekommen seid. So, ich gebe euch eine kleine Orientierung, was wir hier heute vorbereitet haben. Zunächst mal wird gleich ein Chor für euch singen, für uns alle. Dieser Chor ist eigens für diese Veranstaltung gegründet worden und initiiert worden. Initiiert von Ludger Bojat, der in dem Bündnis mitarbeitet. Ludger Bojat war früher Chorleiter des bekannten Oldenburger Bundschuhchors. Und Ludger hat uns zusammengesammelt. Wir haben ein paar Lieder einstudiert und wir hoffen, dass ihr begeistert seid, wie schön wir die gleich vortragen werden. Also ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Ludger, seine Initiative und sein Engagement. Also, das werden drei Lieder sein. Nach diesen drei Liedern hören wir eine kurze Ansprache von einer jungen Genossin der Linksjugend, Carla, die werde ich aber vorher noch mal kurz ankündigen. Dann ist die Veranstaltung sozusagen hier als Auftakt zunächst mal beendet. Wir singen danach noch mal gemeinsam ein Lied und werden dann in diesen Demonstrationszug gehen. Der Demonstrationszug geht hier aus dem Julius-Mosen-Platz links heraus und wir werden einmal die Innenstadt umrunden und dann hoffe ich, und ich möchte euch ganz herzlich einladen, dann wieder gemeinsam hier die Abschlussrunde zu machen. Auch da werden wir eine Rede hören, das werde ich später noch mal kurz ankündigen und auch zum Abschluss noch mal miteinander singen können. Das ist das Programm für heute. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich finde es schön, dass wir hier auch ein deutliches Zeichen setzen für Frieden, gegen Waffenlieferungen und eine Beendigung, sofortige, baldige Beendigung des Kriegs in der Ukraine. Aber wir alle, die wir hier sind, wissen, dass das nicht der einzige Krieg ist, der derzeit stattfindet, sondern in vielen anderen Ländern auch. Und das droht ein bisschen unterzugehen. Aber für die und gegen diese Kriege sind wir auch heute hier. So, also dann geht's jetzt gleich los mit dem Friedenschor und Ludger wird dann entsprechend zu den Liedern noch etwas sagen. Ja, unser nächstes Lied ist ein bekannter Choral von Johann Sebastian Bach. Man könnte meinen, es ginge um religiöse Gefühle, aber der Schein trügt. Es geht nicht um die christliche Pflicht zur Nächstenliebe, die sich in Waffenlieferungen für die Ukraine äußert, wie es die Ratsvorsitzende der EKD formuliert hat. Es geht vielmehr um die bitterböse Realität des schleichenden Todes durch Umweltvergiftung und die zynische Behauptung von der Verteidigung des Lebens durch Rüstung. Es geht um den Erstickungstod im Wohlstandsmüll und den ruhigen Schlaf im Schutz der Wunderwaffen. Sind angereichert
Vielen Dank. Hannes Wader hat 1979 mitten im Kalten Krieg davon geträumt, dass alle Soldaten weltweit ihre Waffen in einen tiefen Schacht werfen. Nach der Wende 1989 schien es eine Zeit lang, dass der Traum in Erfüllung ging. Und heute wissen wir, dass der Traum vom Frieden, so heißt das Lied, notwendiger denn je ist. So, wir hatten uns bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung darauf geeinigt in dem Bündnis, dass wir keine langen, keine vielen Reden und auch keine berühmten Rednerinnen oder Redner hier einladen, sondern wir haben das aus eigenen Mitteln sozusagen gemacht und aus eigener Vorbereitung. Ihr hört jetzt eine kurze Rede von Carla. Carla ist in der Linksjugend aktiv und sorgt dafür, auch mit anderen in der Linksjugend, dass viel mehr Jugendliche, Studentinnen, Studenten und so weiter sich engagieren. Hier auch heute. Bitte Carla, du hast das Wort. Hi! Wir wollen unseren Redebeitrag einleiten mit einem Zitat von Thomas Mann aus dem Buch Vom kommenden Sieg der Demokratie von 1938, welches lautet: Krieg ist nichts weiter als Drückebergerei vor den Aufgaben des Friedens. Wir dagegen drücken uns nicht. Weiterhin und aktuell bedarf es immenser Fortschritte in der internationalen, sozialen und zivilen Entwicklung. Dazu gehört, den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen, die Armut und den Hunger zu beenden, ebenso wie eine bessere Gesundheitsvorsorge und mehr soziale Gerechtigkeit umzusetzen. Aktuell bewegt sich die internationale Entwicklung weg von der ökonomischen und militärischen Dominanz der USA hin zu einer zunehmend multipolaren Weltordnung. Das eröffnet uns Türen für die international kooperative Gestaltung der weiteren Entwicklung.
Die Möglichkeiten, die eine solche Gestaltung mit sich bringt, ist beispielhaft in Folgen der Oxfam-Studie vom 16. Januar 2023 aufgeführt. Steuern von bis zu 5% auf die Multimillionäre und Milliardäre der Welt könnte 1,7 Billionen Dollar pro Jahr einbringen. Dies würde ausreichen, um 2 Milliarden Menschen aus der Armut zu befreien, die Finanzierungslücke für humanitäre Notfälle der Vereinten Nationen zu schließen und einen globalen Plan zur Beendigung des Hungers zu finanzieren. Die Finanzierungslücke für die Verluste und Schäden von dem Klimazusammenbruch zu schließen und eine Gesundheitsversorgung und sozialen Schutz für alle Bürger der Länder mit niedrigem und unterem mittlerem Einkommen zu gewährleisten. Dagegen hält die BRD weiterhin an einer kriegstreiberischen Politik fest. Dabei verlängern Waffenlieferungen den Krieg, anstatt für einen Waffenstillstand zu sorgen. So führen Sanktionen zu einer weltweiten Verschärfung der Versorgungsengpässe, der Nahrungsunsicherheit und der sozialen Ungleichheit, anstatt diese als Weltgemeinschaft anzugehen. So provoziert die Aufrüstung der Bundeswehr eine Konfrontation, anstatt sie durch Verhandlungen auszuschließen. Und so wird durch Betonen eines Feindbildes einer partnerschaftlichen Kooperation entgegengewirkt. Doch andere Staaten wie Brasilien machen es deutlich. Es gibt die Alternative, für die Verhandlungsoption Partei zu ergreifen. So schlug der brasilianische Präsident Lula einen Verbund verschiedener Länder vor, die als Friedensclub sowohl die Ukraine als auch Russland zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch bewegen wollen. Für uns gilt es auch aus Deutschland für eine dritte Parteinahme für den Frieden im Sinne der bereits erwähnten sozialen, zivilen Entwicklung zu streiten. Dabei sind die Möglichkeiten enorm, wenn wir gerade aus Deutschland gegen die Kriegspolitik eine Politik der zivilen, internationalen Kooperation durchsetzen. Es kommt also auf uns alle an. Deswegen sehen wir als sozialistische Jugend eine Hauptaufgabe in der gemeinsamen Aufklärung für die progressive Gestaltung dieser Verhältnisse. Denn von klein an werden wir durch eine Gesellschaft geprägt, in der Konkurrenzverhalten und Vereinzelung strukturell verankert sind. Mit der Einrede, dass jeder sich einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft erarbeiten kann, wenn man sich nur anstrengt, wird die Konkurrenz untereinander legitimiert. Dies führt dann zu einer Vereinzelung, wodurch die Beteiligung an der Gestaltung der Gesellschaft drastisch verhindert wird. Doch der dialogische Prozess ist wichtig. Nur durch den Austausch erkennt man gemeinsame Interessen und kann anhand dieser kreative und neue Ideen entwickeln, welche dazu befähigen, sich aktiv einzubringen und eine positive Alternative zu bilden. Wir können uns dazu entscheiden, die Gesellschaft bewusst und aktiv mitzugestalten, hin zu einer menschenfreundlicheren Welt. Es ist nicht unsere Aufgabe, mit immer schlechteren Umständen und einer zunehmenden Eskalation klarzukommen und uns damit abzufinden. Es liegt in unseren Händen, gemeinsam eine friedliche Perspektive gegen die Kriegstreiberei durchzusetzen. Viele haben ja schon mitgesungen, also ihr seid jetzt alle gefordert. Thank you.
kommen sie aber nicht dran, glaube ich. Ne? Gute Idee wäre es allerdings. So schade, dass der Mann nicht so gut erreichbar ist. Schon ein Jahr her, dass er immer noch nicht so So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Es ist schön, dass ihr auch so zahlreich noch hier seid. Ich möchte kurz etwas sagen, dass wir uns das mal in Erinnerung rufen. Zur gleichen Zeit, seit dieser Woche schon vor ein paar Tagen, aber zur gleichen Zeit finden hier in Deutschland mehr als 120 solcher Kundgebungen, Demonstrationen statt. Unter dem Titel Ostermarsch oder wie bei uns Osterdemonstration. Und das ist schon ein ganz deutliches Zeichen.